Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3, die Klonkriege. Hoffentlich zum letzten Part. Wir sind jetzt hier im Republikübergriff. Ich habe es die ganze Zeit Separatist gemacht. Und ja, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte offen. Müssen sie 8 sein? 1, 2, 3. Ich weiß es nicht. Ach doch, ich habe den, glaube ich, nicht mitgezählt. Auf jeden Fall, wir haben noch einige Punkte über. Wir machen jetzt die Separatisten fertig. Ich muss gleich noch den Sound darstellen für euch. Ich weiß nicht, ob ihr über... Doch, ihr müsst den Unterschied hören. Ich habe es relativ weit runtergestellt, weil ich habe nebenbei Videos geguckt und das eine Video war halt extrem leise und genau zum anderen. Und ich habe ja sowieso einen Kompressor drauf. Das heißt, ihr merkt sowieso keinen Unterschied, wenn es sowieso so laut ist. Jetzt sollen wir drei Sachen von General Grievous zerstören. Wo sind wir denn gerade? Hier unten rechts waren wir. Oben noch mal einen Schildgenerator zerstören und rechts nichts, hoffe ich. Ja. Ich habe immer versucht, ein bisschen nebenbei mal so, als ich die Republiken ja zurückerobert habe, mal das so ein bisschen auszubauen und mal so einen Panzer zu bauen, aber der ist halt irgendwo immer random hängen geblieben, der ist einfach nicht mitgefahren, da wo ich gerade war, und dann war es halt komplett nutzlos, den zu bauen. Am Ende habe ich dann, also ich habe dann einfach alles stehen gelassen und habe dann am Ende den Panzer rumgefahren, habe das zerstört. Weil ich glaube, schneller war es auch nicht wirklich, als einfach hier mit durch drauf zu halten. Das soll, Freunde, da wart ihr nicht schnell genug. Dann werde ich hier einfach drauf halten. Wir haben jetzt noch die 8 Missionen. Die restlichen 8 habe ich ja schon gemacht, weil die kennen wir ja schon. Haben wir zwischen den, in den Parts schon gemacht. Und ich will jetzt eigentlich das Spiel noch beenden. 8 Dinger könnte vielleicht sportlich sein, mal gucken. Je nachdem, wie viel das alles ist. Auf welchem Planeten sind wir denn gerade? Ich hab's gar keine Ahnung. Ich hätte mir vielleicht direkt mal markieren sollen. Also Yoda und Grievous sind die beiden Statuen. Gut zu wissen. Na gut, anscheinend gibt's das bei beiden. Es gibt bei beiden auch die Rettungskapsel, also. Ja, alles zerstören, Rettungskapsel bauen, drei Sachen zerstören oder nur die Base zerstören. Das sind die Sachen. Base zerstören finde ich persönlich am besten, weil hat man halt weniger zu tun. Das Ding muss auch gleich hin sein. Ich glaube, hat es noch ein Drittel oder so. Okay, nein, hat es nicht. Die Republik gewinnt. So, wo waren wir denn jetzt? So, 7 noch. Also ich habe gerade am Stück gemacht, also ich habe nur nebenbei Videos geguckt und ich bin jetzt immer noch ein bisschen fertig von der ganzen Sache vorher. Aber ist nicht so schlimm, dass ich nicht mehr weitermachen könnte. Wir sind gerade... Ach, das ist ja super. Hätte ich vielleicht hier gucken sollen. Maridun haben wir gerade fertig gemacht. Dann markiere ich mir das mal kurz. Im Endeffekt ist ja auch egal, aber ich will es für mich halt machen. Flower machen wir als nächstes. Ne, den will ich gar nicht. Ich möchte den ganz normalen Speeder. Und mit dem Panzer dauert es halt auch länger, die normalen Gebäude zu zerstören, weil der halt nur diesen Laser hat. Also es wäre cool, wenn man so ein Ding hätte, was halt alles macht. Okay, wir müssen eine Rettungskapsel bauen mal wieder. Wenn wir das Ding schon haben, dann nehmen wir es auch gleich mal. Das geht ja gar nicht kaputt, ne? Speederbike ist wahrscheinlich hier unten. Auch ernsthaft? Man fährt gegen das Bein und dann ist man kaputt. Ich hasse es, ey. Und warum spawnt ihr es da hinten? Und nicht hier unten noch. Jetzt ist eins da unten gespawnt, als ich gerade zu dem gelaufen. Ich hasse es manchmal mit diesem Spawn-System im Spiel. Meine Güte. Okay, das regeneriert sich auch wieder. Das finde ich auch nicht so cool. Ich weiß nicht, ob sie normal vielleicht auch regenerieren. Och, meine Fresse, ich habe nach oben gezielt. Spiele ich so? Na, nach oben kenne ich nicht. Einfach voll schon nach vorne. Steuerung ist halt echt manchmal zum Kotzen. Oh, natürlich ist hier auch wieder ein goldenes. Ich hoffe, ich kann unter mir nachbauen, aber ich glaube, da sind Steine.
Es ist echt ernüchternd gerade. Also ich für jedes circa 5 Minuten brauche. 8 mal 5 und 40, ja, vielleicht. Das ist doch ein bisschen sportlich. Ja, vor allem die Rettungskapsel ist halt echt nervig langsam. Ich brauche einfach alle, warum nicht? Ich glaube, hier links kann ich nicht bauen, ne? Weil hier Steine. Das kann ich unten noch bauen, vielleicht. Wäre auch interessant zu wissen. Ich glaube, nein. Sonst hätten wir schon gesehen, oder? Na, hier ist auch wieder Abgrund. Das heißt, hier einmal hin. Tesla Tower. Oh, natürlich fährt das Ding wieder weg. Man kommt nur ganz leicht dagegen. Es wäre einfach cool, wenn man davon abprallen würde, so leicht. Und nicht direkt hier so runter. Also, ich weiß nicht. Jetzt bin ich da volle Kanne gegen. Ich bin ein bisschen abgeprallt. Vorher bin ich einfach weggeflogen. Rettungskampf sollte vielleicht auch irgendwo bauen, wo es halt ein bisschen Sinn ergibt. Aber ich weiß auch nicht. Also, wo ich halt nicht direkt in allen Gegnern drin stehe, dass mich wieder rausschießen. Mal gucken. Okay, Kaserne kann ich nicht bauen. Warum auch immer. Aber vielleicht baue ich dann hier einfach ein Geschütz hin. Ich glaube, so war das, dass man das ja trotzdem machen muss. Ach, natürlich macht ihr hier noch alles kaputt. Ist so nervig. Ich bin überlegen, einfach diesen Panzer mitzunehmen, damit einfach, also den Strahlenpanzer, damit einfach ich die goldenen Dinger kaputt machen kann und den Rest halt auch ein bisschen, also dass ich dafür aber nicht so lange brauche. Natürlich gibt es hier keine goldenen mehr. Ich fahre mal kurz lang, guck mal, wo was goldenes ist. Da hinten ist ein goldenes Geschütz. Da ist ein goldenes Ding. Ne, ich möchte dich kaputt machen, ja, danke. Vielleicht macht es auch Sinn, einmal vorab mit dem überall durchzufahren. Alles kaputt zu machen und dann einfach am Ende nochmal mit dem Speeder durchzufahren, weil der spawnt ja neben dir. Hier drauf geschossen, das heißt, hier kann nichts machen. Haben wir da rechts irgendwas Goldenes? Ne, aber hier. Weil das dauert jetzt halt relativ lange. Ich glaube auch nicht viel länger als mit dem Ding, oder? Aber hiermit kann man halt gar nicht die Silbernen zerstören, das ist halt nervig. Schildgenerator. Okay, spawnt ihr hier. Perfekt. Fahr ich da hin noch hin? Mach das einmal aus. Das verschießen. Können wir hier ein Strahlschild hinsetzen, der ins Nichts schießt am besten. Dann baue ich links den Torpedo und da oben muss ich dann noch, oder? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ein bisschen blöd alles. Ja, da kannst du gerne hinschießen. Ja, am besten wäre es, wenn ich das oben hinbaue. Aber dafür muss ich links erstmal noch ein Ding zerstören. Da kommt hier der Torpedo. Weil. Ach, stimmt. Torpedo ist auch nice. Ich weiß nämlich, wofür der war. Man kann nämlich einfach das Ding hier mitnehmen. Und dann. Dagegen fahren. Und einfach fröhlich reinschießen. Okay, will er nicht. Geil. So, nämlich. Damit zerstört man. Ah, kann man. Ach, Mist. Und jetzt können wir hier nämlich einfach die Rettungskapsel hinbauen, zack.
Dafür ist das nämlich, also das ist der Grund für die Torpedos. Jetzt haben wir Flowroom abgeschlossen, war das, ne? Ich hoffe ja. Denken, was nichts mehr passieren wird. Okay, wir brauchen noch Geonosis, Salaikami, Ryloth, Malastare und das war's, glaube ich, oder? Ah ne, Rishimon, den, der war noch auf deiner Seite. 6 Stück. Geonosis, Salaikami, Rugosa, Ryloth, Malastare und Rishimon. Ja, gut. Mal gucken, was wir schaffen. Also wir haben jetzt 10 Minuten für 2 gebraucht. Mal gucken. Könnte vielleicht eng werden. Vielleicht brauchen wir doch 40 Minuten. Mal gucken. Aber ich will es heute noch fertig machen, auf jeden Fall. Ja. Dann weiter geht's. Machen wir mit Geonosis weiter. Hake ich mir einfach schon mal ab, damit ich weiß, wo ich bin. Ja, Geonosis, schön für den Text. Rettungskapsel bauen wir wieder. Geil, fühle ich. Geschütz steht schon. Können wir hier unten was bauen? Ja, perfekt. Wir haben kein Geld. Was hasst ihr aus, dass man ohne Geld spawnt? Ja, man sollte halt mindestens mit so ein bisschen Geld spawnen. Keine Ahnung, so 10.000 oder so, dass man halt direkt was setzen kann. Warum auch immer wie Kia die Muni rumläuft? Also hier hätte ich eher Dings gesehen. Sag doch schnell, hab seinen Namen vergessen. Mace Windu. Der war auf Geonosis ja auch aktiv. Ich glaube auch in den Clone Wars, also in der Serie. So. Dann hier noch Raketenklone. Mehr will ich nicht bauen, weil sonst ist es zu viel Bewegung. Ach, hier ist noch was, habe ich gar nicht gesehen. Immer nichts Goldenes, ich dachte schon. Also, ich dachte es nicht, ich habe erwartet, dass da was Goldenes ist. Nur damit die mich ärgern. Aber jetzt können wir hier den großen hinbauen. Ich glaube, nur den Panzer habe ich noch und dann ist auch wieder gut. Machen wir einmal kurz ab. Shield Generator. Strahlschild, Torpedo und dann. Ja. Dann zerstöre ich erstmal das hier und dann baue ich da vorne neben den Schild. Unter meinen Schildgenerator dann das Ding zum Abhauen, die Rettungskapsel. Und wahrscheinlich brauche ich hier nochmal Golden, oder? Nee, tatsächlich nicht. Gut. Ach Gott, ey. Schon wieder unter diesem Ding durchgefahren. Ich hasse es. Ich hasse diese Dinger. So, aussteigen. Hergeben. Strahlenschild. Mir egal, wo der hinschießt. Torpedogenerator. Mensch. Hier. Speed ist noch weg. Ich zerstöre schon mal den Mist hier, weil die werden mich wahrscheinlich gleich wieder rausschießen wollen. Das versuchen zumindest. Aktuell ist es gerade. Doch, der Panzer könnte mich vielleicht nerven. Jetzt erwartet, dass der Panzer sich. Ne, ich hätte erwartet, dass der Panzer sich jetzt nochmal richtig umdreht und mir direkt in die Fresse schießt. So, 5 Stück noch. Ich hoffe immer noch auf eine schnelle Runde mit einem kurzen, also einfach nur Hauptbase zerstören. Machen wir mit Malastare.
Okay, drei Statuen, das ist in Ordnung. Ach, natürlich ist das hier wieder so alt. Geld brauche ich zwar nicht, aber nehmen wir ruhig mit. Okay, wir sind ganz... Nein, wir sind hier oben, okay. Ja, wir sind links, ich dachte gerade, wir wären rechts oder so. Das zerstören wir auch mal zur Sicherheit. Ja, ich glaube, das hätte ich mir wirklich sparen können gerade. Also ich könnte natürlich hier auch auf den Panzer gehen, aber es lohnt sich einfach nicht. Um dann die goldene Statue zu zerstören, beziehungsweise die goldenen Dinger vielleicht, die noch fehlen. Ist das hier schon golden? Ich glaube schon. Ja, so wenig Schaden wir machen, muss das golden sein. Ich finde auch gut, dass irgendwie ein paar Prozent der Schüsse von rechts gar nicht treffen. Was meiste halt schon, ne? Irgendwie nutzlos. Okay, wir müssen zwei Schildgeneratoren ausschalten. Ach, das mache ich einfach so, weil hier sind die beiden gerade. Okay, und hier laufen wir jetzt mit Mace Windu rum, weil... ja? Und kaputt. Schnell weiter. Och, meine Fresse, ich wollte doch gar nicht gegenfahren. Ich hab noch ungelenkt. Schmeiß mich doch nicht mal raus, Spiel. So, wir brauchen ein Schild, also den Schildgenerator plus noch die Strahlenschilder oben. So, den oberen müssen wir. Der ist natürlich golden, super. Können wir nichts Besseres vorstellen als goldene Strahlenschilder. Ich hab gerade überlegt, ob es Sinn macht, das Ding zu zerstören, aber klar, wir müssen das ja kaputt machen, das schützt ja das Ding. Aber ich glaube, da die beide jetzt angelaufen kommen, hau ich das einfach mit dem Laserschwert kaputt. Weil die beiden kommen ja her, machen dann wahrscheinlich immer den Strahlenschild wieder an und das geht ja auch recht fix, sie so zu verprügeln. Ja, geschafft. Vier Stück noch, perfekt. Na komm. Rugosa. Wieder drei Statuen. Schilde bauen sich auf. Zwei Stück brauchen, also zwei Schildgeneratoren müssen wir ausschalten, plus drei Strahlenschilde. Okay, hier sind sogar noch 5 Minuten für geplant, also. Das ist echt sportlich. Also wenn man ohne extra spielt, ist das hier glaube ich echt scheiße. Ja, ich glaube auch richtig schwer eigentlich. Warte mal, also ja, okay, Laserschwert ist also, nee, Laserschwert nicht, wir haben noch einen mit Explosivscheiß und mit einem mit der Heavy Gun. Ich glaube, der mit der... Okay, hiermit können wir das machen. Ich glaube, beim Laufen ist es gut, weil ich da nicht ausweiche. Ich bin sowieso unsterblich. Ich würde es gerne den Panzer haben. Also der Spinnenpanzer, ich glaube, der ist gerade weggelaufen.
Das geht auch nicht wirklich schneller, oder? Gefühlt nicht. Ist der hier zufällig der Spinnpanzer? Ach, scheiß drauf. Mach so die klassische Art, da ist er doch. Gib mal her, Freund. Ich könnte dich kurz gebrauchen. Wo Fahrzeug spawnen? Vor mir bitte? Hallo. Ich hätte gern ein gespawntes Fahrzeug. Ah, hier, danke. Noch ist es so weit weggefahren. Das können Probleme. Mach ich gar keinen Schaden an dem? Okay, jetzt erstmal erstmal das Ding nicht, dass es gleich nochmal angemacht wird, nur weil hier Dings dachte, der Klo so, boah, treffen, wozu, brauche ich nicht, Freund. Also ganz ehrlich, wieso macht man diese Hitbox von diesem Ding so beschissen? Hey, wir schießen einfach bei der Statue zwischen die Beine und treffen nichts mehr. Aber ganz ehrlich, ich finde das echt manchmal echt so richtig zum Kotzen. Okay, Rishimon fehlt noch, Christopher haben wir, Salaikami und Ryloth. Mal gucken, was uns das nächste ist. Vielleicht schaffen wir es doch noch unter 14 Minuten. Also aktuell ist es realistisch, aber mal gucken, was der Rest noch bringt. Wenn wir jetzt nochmal alles zerstören müssen, ist das natürlich blöd. So, dann machen wir Ryloth, weil es direkt hier unter ist. Ach nö. Das Nervigste wäre hier eigentlich nur goldene Sachen. Aktuell sehe ich nicht viel für auf der rechten Seite. Kommen wir auf der rechten Seite irgendwie ein Panzer stehen oder so. Muss mal gucken, wenn wir da, wenn wir einen brauchen würden. Ich weiß nicht, was wir hier haben. Okay, das ist der Läufer, der kann hier ruhig sein, der ist sowieso komplett nutzlos. Also klar, der kann die Gebäude hier ein bisschen schneller zerstören, aber die sind erstens langsamer und zweitens, ja, weiß ich nicht. So viel schneller sind sie jetzt auch nicht. Zerstöre alle feindlichen Gebäude, ja, ich bin auf dem Weg dabei. Und das Ding unten, also das Fahrzeug von uns, kann sich auch ein wenig entscheiden, wo es ist. Achso. Ich dachte, ich würde das da gerade kaputt machen, weil hier unten ist ein extra Ding. Ich dachte, die beiden wären irgendwie ein Ort und ich hätte das einfach nur verpasst. Was haben wir denn hier stehen? Ist es der Panzer? Ne, ist einfach. Ach, das ist das andere Ding, okay. Ach, das eine ist. Ach, stimmt, das eine ist der Schild und das andere ist halt. Ja, die Waffenfabrik. Waffenfabrik, ne, hier ist, wo der große Läufer rauskommt. Ich zerstöre erstmal und guck mal, ob irgendwo noch goldene Gegenstände sind. Wenn ja, dann wird's echt nervig. Besonders wenn es im. Sag doch schnell. Schildgenerator-Schild ist. Das ist ja maximal blöd. Ich hoffe mal auf nichts Goldenes. Das wäre echt Premium. Gut, dass das Symbol immer noch angezeigt wird, dass da welche gebaut werden, solange halt das nicht fertig ist. Also gefühlt läuft da so ein Timer ab,
Hier, in 3 Sekunden baust du ja mehr auf, solange bleibt das Ding da, egal was passiert. Och, ich hasse diese Dinger. Ganz ehrlich. Okay, nichts Goldenes, nichts Goldenes. Okay, dann kann ich den hier wenigstens einfach so zerprügeln. Ich glaube, es ist einfacher, weil die Leute hier schon wieder rumlaufen. Jetzt ist nur der eine. Dann hau ich das hier erstmal zu Brei, gehe nach draußen, hol mein Fahrzeug und zerstört den Rest. Ja, wenn nichts Goldenes da ist, ist es wirklich eine gute Map. So, kaputt. Ebenfalls kaputt. Und da sind noch 3 normale, cool. Kaputt. Jetzt kaputt und... Na komm. Zerstört. Weiter. Ich hoffe, dass bei 100 Rest nicht noch eine Mission kommt oder sowas. Wenn man alles geschafft hat, dass noch eine Mission kommt. Jetzt wäre ich zum Kotzen. So. Dann machen wir erstmal in Rishi-Mode, würde ich sagen. Das ist das andere Speederbike. Nehme ich das hier mal. Hake ich mir schon mal ab, dass wir den machen. Dreimal Grievous zerstören. Einmal komplett frei. Einmal Strahlenschild und noch einmal Strahlenschild. Das sieht entspannt aus. Kleiner als golden, wie immer, aber... Dann halt einmal kurz rausbleiben und das ist alles gut. Wäre cool, wenn es ein extra gäbe. Keine extra Farben, sondern einfach nur alles normaler Standardfarbton. Dafür dann ein paar Milliarden bezahlen, würde ich machen. Ich hätte das Ding eigentlich haben wollen, aber es ist einfach mal vorbeigefahren. Aber jetzt kriegt man das Y und der hält kurz an, aber nee, anscheinend gerade nicht. Danke für nichts, Panzer. Och nein. Okay, das ist noch golden. Unser Panzer fällt mal wieder weg. Dann müssen wir hier leider länger warten, dass das weg ist. Es wäre cool, wenn der Super Speeder das hier halt, also hier noch einen Laser dran hätte, wenn man irgendwie eine Taste drückt, dass man dann... Vielleicht gibt's das, ich weiß es nicht. Das wäre auf jeden Fall cool. Dass man einfach schneller machen kann. So, jetzt fehlt nur noch Saloy Kami. Mal gucken, was wir da brauchen. Noch ein goldener Stein. Bald geschafft das Spiel. Bin ich erstmal froh, wenn ich es durch habe. Ich habe ja auch schon, wie jetzt gefühlt, über 3 Wochen im Voraus. Das heißt, ja, ich muss auch erstmal kein Lego mehr sehen. Saloy Kami. Nehmen wir den hässlichen Speeder. Ach, natürlich müssen wir jetzt nochmal alles zerstören. Fühle ich sehr nicht. Ich glaube, ich baue hier auch schon mal Geschütze in uns. Also ich baue schon mal so 2 Zeug. Ach Gott, ich hasse es. Dass das komplett zerstört wird, ist so zum Kotzen. Ja, dass wir dann einfach gleich schon mal so einen bauen können, so einen Panzer. Wenn wir dann, ich werde es so machen, ich zerstöre jetzt alles, was ich kann. Und am Ende werde ich mir noch so ein Ding holen. So ein Panzer und dann nochmal das ganze Goldene abfahren. Weil ich habe keinen Bock, da die ganze halbe Stunde drauf zu ballern und es passiert nichts. Können wir dann machen, wenn wir das letzte gerade erobert haben. Und nur noch Gold über ist, dass wir den dann da bauen sofort.
Da links ist auch noch was. Hab ich ganz vergessen, dass es auch noch was gibt. Ach, das war's golden, ist okay. Vielleicht habe ich deshalb schon stehen lassen, aber ich glaube, ich habe es einfach vergessen. So. Weiter geht's. Na los, kaputt machen. Den könnte ein bisschen besser treffen, wenn ich ehrlich bin. Das können wir kaputt machen, dafür brauchen wir das hier wieder. Und dafür brauchen wir den Panzer. Da müssen wir ein Haus mit einem Panzer zerstören, also da vorne, was gerade geschützt wird. Sollte aber kein Problem sein. Also zumindest kann ich immer noch aussteigen und dann sollte er hoffentlich schnell was spawnen. Hier unten sind noch zwei Dinge. Gold und Gold. Okay, da haben wir jetzt den Panzer, müssen wir gleich ein bisschen mehr machen. Wenn ich will den hier haben, dann will ich immer außerdem mit B drücke, irgendwie was anderes auswähle. Also es dauert halt nicht wirklich länger, aber der ist halt langsamer und hatte doch keinen Boost mit A. Benutze ich auch relativ wenig, wenn ich ehrlich bin. Also effektiv. Was haben wir da? Das können wir gar nicht zerstören. Noch. Ich war doch nicht mal wirklich dran. Meine Güte, ey. Manchmal weint das Spiel sehr bei sowas. Also fast so sehr, wie ich über das Spiel weine. Okay, 14 Minuten sind vielleicht doch gar nicht so abwegig. Haben wir nur was Goldenes, normal und Silber. Das heißt, können wir ignorieren. Da haben wir noch ein goldenes und oben haben wir noch ein goldenes. Ja. Ich glaube, wir hätten das mit Torpedos machen können, unserem Speeder, aber weiß ich nicht. Irgendwie fühle ich das nicht so sehr. Dass ich die nicht getötet habe, wundert mich gerade ein bisschen. Ich habe die richtig auseinandergenommen. Nur einer hat gerade noch überlebt von denen. Oh, einer lebt auch noch. Na, viel Spaß mit dir und deiner Armee. Können wir uns ja gleich hier den Speeder nehmen. Und Vollstoff geben und erstmal Sachen zerstören. Erstmal das hier. Das Ding stand, glaube ich, hier rechts, oder?
Ja. Ich denke mal, sollten wir auch zerstören können. Ist ja gerade keiner in der Nähe, doch der eine schon. Der eine ist sogar gestorben oben in der Mitte. Weil der war ja hier relativ nah dran. Und ist dann trotzdem noch entkommen. Also war da auf einmal weg und war dann rechts. Eine Karte von den Helden, von den Gegnern da. So. Okay, das hier müssen wir sogar so zerstören. Also das können wir auch, glaube ich, gar nicht anders. Was natürlich extrem blöd ist. Dass unser Fahrzeug jetzt so weit weg ist. Er macht's gar nicht an, perfekt. Fühl dich sehr, danke Freund. Absoluter Ehrenmann. Ich wollte gerade B drücken, um automatisch zu zielen, aber das geht ja nur beim Strahlenpanzer oder bei den größeren Figuren. Hier geht's ja nicht. Aber wir haben es geschafft. Oh, Haken an Sadakami machen. Wir haben alles fertig, das heißt, mein Zettel kann im Müll. Liegt bereit fürs nächste Lego-Spiel. Ich habe es irgendwie erwartet, dass wir hierfür mehr Geld als 100.000 bekommen, aber gut. So. Kein 40-Minuten-Part für die Mission, aber wir gucken uns jetzt nochmal natürlich an, was wir haben. Ich würde gerne noch einen Charakter auswählen, außer diese blöden Klone. Ja, okay, gut. Du hast mir gerade den neuen gegeben, dann nehme ich den auch gleich mal, wer auch immer das ist. Kanzler Palpatine. Okay, der ist fucking useless wahrscheinlich. Ne, gib mir mal hier Ayla Secura. So, wir können hier mal gucken, dürfen wir jetzt noch den hier kaufen? Können wir nicht, okay. Vielleicht kriegen wir den mit dem Gold? Ich weiß es nicht. Also wenn ich das nicht gleich finde, dann wo war das Gold nochmal? Im Hangar? Bei Gelb, ne? Wo wir da vorbeigelaufen sind, als wir nochmal in das... in die Geschützebene mussten, ja. Dann würde ich sagen, wenn ich das nicht gleich durch Zufall noch bekomme... pausiere ich kurz, gucke online, wie ich das bekomme und dann, ja, holen wir das noch. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich es bekomme, wenn ich halt alles, also alle Republik-Missionen gemacht habe. Kann aber auch sein, dass wir das jetzt zusammenbauen. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall nicht erklären, was das für ein Raumschiff ist. Ich hoffe, dass es das hier ist. Ich habe nämlich gar keine Änderung mehr dran. Aber doch, hier müsste es sein. Es könnte ein Raumschiff werden. Ja, okay, es ist es auch. Okay, das war's. Fand ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ernüchternd. Also ich würde es wirklich cool, wenn es hier eine Schnellreise geben würde. Dass ich jetzt irgendwie zu einem, ja, zum Hangar kommen kann. Weil ich würde es einmal kurz noch fliegen und dann, ja, war es das auch. Also ich habe es ehrlich gesagt mehr erwartet. Irgendwie so ein Geldbrunnen oder sowas. Ich meine, wir brauchen ihn nicht. Ich habe ja mehr als genug Geld. Also ich habe ja 472 Milliarden. Aber bei Lego Star Wars die komplette Saga, also Lego Star Wars. Nee, ist ja die komplette Saga 2. Nee, ist ja Lego. Nee, es wäre eigentlich Teil 3, aber das hier ist Teil 3, also die komplette Saga. Gab es ja am Ende so einen Springer, so einen Geldbrunnen. War halt komplett nutzlos. Wollte ich nicht haben. Aber hier hätte ich es gerne. Weil es besser ist als so ein random Schiff. Vielleicht gibt das Schiff hier irgendwie Geld aus. Wenn man damit fliegt, ich weiß es nicht. Tarnschiff. Ernsthaft? Das war's? Das ist ja komplett nutzlos.
Was? Also, okay, sieht doch lustig aus, gebe ich zu. Aber das ist halt wirklich, wozu? Wofür soll ich das brauchen? Ich glaube, das ist halt irgendwie lore-technisch relevant, dass sie irgendwie so Tarnstoff mal gebaut haben, aber ja. Wir haben 100%, haben alles gemacht, alle Charaktere. Ja, die ganze Galaxis gehört der Republik. So wie es auch sein sollte, weil Separatisten unterstützen wir nicht. Wir haben alles fertig, alle Missionen gemacht. Ich würde dann sagen, mit dieser extremen Enttäuschung beenden wir das Display. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns vielleicht auch beim nächsten Lego-Spiel wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Haut rein, ciao. Ja, gut, nee, ich habe vergessen. Ich bewerte das Spiel. Es ist komisch. Im Gegensatz zum alten Lego Star Wars ist es sehr anders. Es hat trotzdem Spaß gemacht, aber ein paar Konzepte waren halt echt scheiße und ja. Groß und Ganzen ist es ein okayes Spiel, aber ich würde es freiwillig nicht spielen, glaube ich. Ja, egal. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Display. Haut rein, ciao.